Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Du weißt genau, ich werde schwach, wenn du's mir von hinten machst. Mach's mir Doggy, mach's mir Doggy, mach's mir Doggy. Herzlich willkommen, gib's mir Doggy, wir geben es heute den Stars Doggy, denn wir wissen nämlich, wie die im Bett sind und das werden wir euch heute erzählen. Wir beide haben uns eine Nacht komplett eingeschlossen und alle einschlägigen Internetportale durchsucht und haben uns dann entschieden, wie die einzelnen Stars denn im Bett sein könnten, beziehungsweise eigentlich... Wir haben sehr gute Menschenkenntnisse, deswegen ist es quasi confirmed. Wenn ihr Fragen habt, wie sind die Stars im Bett, wir beantworten sie euch jetzt. Damit die Folge nicht 34 Stunden geht, haben wir uns auf drei Stars festgelegt. Auf drei Superstars festgelegt und einen Star festgelegt. Und über die würden wir gerne jetzt reden. Also viel Spaß dabei bei Lass mal über Ficken mit Stars reden. So, mein junger Padawan, mit wem möchtest du denn anfangen? Die Liste ist lang, aber wir haben uns ja auf drei geeinigt. Wir nehmen mal als erstes direkt Jennifer Lawrence. Oh! Die Tribute von Panen, die gute Katniss Aberdeen oder Silver Linings Psycho. Wie glaubst du, ist Jennifer im Bettchen? In Zeiten des World Wide Web und in Zeiten des Hashtag The Fappening. The Fappening. Auslaugende Zeit. Auslaugende Zeit. Haben Freunde von mir auf ihrem Handy einige Fotos und einige Videos der Stars gehabt. So auch Videos und Fotos von Jennifer Lawrence. Ja. Ich habe da mal kurz rüber geschielt und habe dann gesehen, da sind nackte Menschen. Habe ich natürlich sofort weggeguckt. Was ich aber gesehen habe, es gibt von Jennifer Lawrence ein Video, wo sie oben ohne steht und so macht. So, my boobs are blind. They don't know where they're going. My boobs are blind. Und da habe ich gedacht, okay, die Alte hat offensichtlich einen richtigen Hau weg. Und deswegen, ich glaube, die ist irre. Ja? Beeinflusst es dein Urteil, wie sie im Bett ist? Ja. Wie glaubst du, ist sie denn im Bett? Irre, sie ist irre. Sie ist irre. Also, mir braucht auch keiner... Beetlejuice irre, oder? Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr Penner hingedüst? Hey, nun macht nicht so einen Zirkus. Wir haben doch zusammen eine Menge zu tun. Zeigt euch wieder, ich will doch mit euch ins Geschäft kommen. Wo seid ihr? Wo steckt ihr, Schleimscheißer? Ihr habt es hier immerhin mit einem Profi zu tun. Schön beschissen gebastelt. Macht sie so, oh ja. Nee, so, toll. So, Kohn, du Wichser, mach mich fertig. So, ja, ich glaube so. Was meinst du? Ich habe geschrieben, dass sie ja so krasse Nacktfotos macht, ja? Ja. Macht so Nacktfotos. Und hat sie die, und kurze Frage, Zwischenfrage, hat sie die nur für ihren Partner gemacht? Die hat sie nur für sich gemacht, weil sie sich so unfassbar geil findet. Ja, okay. Ja. Also die ging nicht an Produzenten, Regisseure? Nein. Auch nicht an Harvey Weinstein. Niemand. Nee. Die ist wegen pure Raw Talent ist die erfolgreich geworden und nicht, weil sie so, guckst mir schon wieder auf die Lippen. Guck dir nicht auf die Lippen. Ich glaube ja, dass sie so krass einen auf, ey, guck mal hier und da und bla und so, und dass sie dann wie ein Brett im Bett liegt. Wirklich? Ja. Oh. Ich glaube, dass die gar nicht irre ist. Ich glaube, die ist so, okay, jetzt was muss ich machen? Ich winkel meine Beine an wie ein Roboter aus. Wirklich? Ja. Das glaube ich gar nicht. Ich finde auch in letzter Zeit, wenn ich Interviews von der sehe oder so, ich finde die immer unsympathischer. Ja. Die ist immer genervter. Ja, du hast doch eine Geschichte gehört von ihr, erzähl doch mal. Mit ihren Freundinnen in der Disco. Ach so, ja, die hat in Budapest, mein Kumpel war in Budapest gewesen in der Disco und hat die da feiern sehen und er wollte ein Autogramm von ihr und sagt so, ey, lass mal ein Foto machen, Andi wird es nicht glauben, dass ich hier ein Foto mit dir mache, wa? Und sie war total besorgt und sagt so, nee, ich will keine Fotos machen und so. Und dann hat er gesagt so, ey, Mann, du bist voll die Bitch, so, ey, Andi glaubt es mir nicht, und dann hat sie ihm Bier über den Kopf gegossen. Gute Frau. In Budapest, ja. Und du glaubst immer noch, sie liegt einfach da? Ich glaube eben nicht. Ich glaube eben, wenn du deine männlichen Pflichten nicht erfüllst, dann kriegst du in die Fresse. Dann steht die mit. Nee. Also, doch, die scheuert. Nee. Doch, die scheuert. Nee, doch. Ohne Scheiß. Die scheuert die eine. Da ist dann ganz andere auf der Liste, die so ist. Ja? Die spuckt dir ins Gesicht und dann geht die. Nee. Doch. Hast du einen auf der Liste, über den du unbedingt was sagen willst? Ja, Selena Gomez. Selena Gomez. Ich würde gerne über Selena Gomez reden. Warum? Weil sie eigentlich immer so von der Art und auch von der Optik her so Traumfrau war für mich. Ja? Ich fand, wirklich, das war jahrelang mein Typ Frau, Selena Gomez. To look good for you? Ja. Lebt sie nur, um für dich gut auszusehen? Ja, and she wants to kill me with kindness. Kill me with kindness. Ja, die ist ganz schön klein, glaube ich. Ich glaube, das ist niedlich. Ich bin ja auch nur 1,94 groß, deswegen passt das ganz gut. Du bist so groß, ja.
Was? Nichts. Gut. Ja, ist doch geil. Ich bin so groß, als wenn man zwei Eier übereinander stapelt, wolltest du sagen? Nee. Nee? Gerade, du bist so groß wie mein Penis, wollte ich sagen. Nee, bin über 5 cm. Sie wirkte unter den ganzen irren Stars wie jemand, der eigentlich hoffentlich down to earth war. Ich fand sie sehr niedlich. Also das wäre eine, vor 10 Jahren, als ich 40 war, hätte ich die zu meinen Eltern mitgenommen, hätte gesagt, guck mal, echt, ja? Mama, Papa, das ist Selena, das ist Mama, Papa, now show them titties. Ich glaube aber jetzt durch diese ganze Scheiße da mit Justin Bieber. Glaubst du, der hat sie versaut? Ja. Jede ja, Nacht? Und auch The Weeknd, glaube ich, hat sie versaut. Jetzt krass gefärbte blonde Haare. Und jetzt wiederhole ich mich, was ich bei Jennifer Lawrence gesagt habe, die ist irre. Die ist, glaube ich, in diesem blond gefärbte Haare so jetzt in dem Stadium kurz bevor Glatze rasieren. Ja, Britney. Genau. Das ist Britney Vorstadium. Ja, Britney Vorstadium. So. Krass. Hat auch nur noch Kleider an, wo die kleinen Brüstchen rausfallen. Sie wird immer dünner. Hast du gerade am Penis gejuckt? Nee, ich war in der letzten Folge schon, dass es so aussieht, ob ich mir am Sack kratze, aber ich habe meinen Oberschenkel gekratzt. Genau. Und dann wird es wirklich spannend, weil Aspern. Natürlich. Wollte ich jetzt auch mal klarstellen. Ich habe jetzt die Möglichkeit dazu. Ja, bei der Folge würde ich dir anderes unterstellen. Finde ich ganz toll, wie du dich mit Selena Gomez beschäftigst, aber ich möchte wissen, wie ist... Im Bett. Ja, naja, also irre. Irre. Auch also, irre? Ja, aber auch so wirklich so irre. Ich glaube, tot. Aber tot irre. Tot. Spürt nichts mehr. Also das geht nicht. Aber es geht nicht genau, etwas auf, wir sind, da sind wir ähnlich. Ist ähnlich. Wie du, Selena, du spürst nichts mehr. Nein, ich spüre sowieso nichts. Das ist ja die einzige Möglichkeit, warum wir hier das machen können. bei Selena habe ich aufgeschrieben, macht alles im Bett. Alles. 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 Anal? Aber, ach, das ist... Ass to mouth? Alles. 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 Gesicht. Brezelstellung, alles. Amazon, alles. Die gute Brezelstellung. Sie macht alles, aber aus einem Hintergrund. Ja. Sie will unbedingt berühmt bleiben. Nein. Nein. Doch. Nein. 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 Da. Nein. Da. Sonst gehst du auch nicht mehr... Nein. Sonst verliebst du dich doch nicht in The Weeknd. Ey, der singt. Ist ein Riesensänger, Mann. Ja, aber das war's dann auch. Da muss ich jetzt Selena in Schutz nehmen. Selena macht es nicht, um berühmt zu bleiben. Selena bleiben macht es. Nein, Selena macht es aus einem viel traurigen Grund. Mhm. Das ist für sie Liebe. Ach, ich dachte, weil sie Mexikanerin ist. Nein, das ist für sie Liebe. Das ist für sie. Das ist Justin Bieber hat sie versaut und ist fremdgegangen, aber er liebt sie. Und deswegen ist ihre erste große Liebe, hat sie so beschissen und schlecht behandelt. Mhm. Deswegen ist es Liebe. Deswegen, dann hat es auch mit The Weeknd nicht funktioniert. The Weeknd hat bestimmt irgendwas gesagt. Dann ist sie zu Justin zurück. Mhm. Und jetzt ist sie halt irre. Und jetzt ist sie irre. Und ich glaube, was du zu Jennifer Lawrence gesagt hast, ich glaube eher, sie liegt da, macht nichts, aber sie akzeptiert. Sie macht alles, aber sie spürt es dabei nicht. Es geht nicht um sexuell spüren, sondern sie spürt es nicht. Sie weint dabei. Du hast den Bogen zur Traumfrau wieder gut gekriegt. Weil sie alles macht, was? Ja, weil es ein gutes Verhalten ist. Sie ist halt eine gute, bodenständige Frau. Aber wenn wir schon in dieser Riege der Superstars sind, dann darf eine nicht fehlen, von der ich übrigens persönlich, Spoiler, wirklich glaube, dass sie irre ist. Nicht Selena Gomez irre, sondern die hat ihre eigene Kategorie irre. Und das ist... I came in like a wrecking ball. Die gute Miley Cyrus. Die hat Disney auf dem Gewissen. Also sie hat Disney oder Disney hat sie auf dem Gewissen? Disney hat sie auf dem Gewissen. Vielleicht auch vice versa, aber auf jeden Fall erstmal so rum. Miley ist, glaube ich, irre geworden. Die war ja früher nicht irre. Und ist jetzt irre, aber irgendwie auf eine sympathische Art und Weise irre. Ich mag sie irgendwie, trotzdem. Ich habe irgendwie das Gefühl, die zieht ihre Sache durch. Die, glaube ich, wiederum ist im Bett richtig krass. Ich glaube, die hat so krasse LSD-Trips und so, wenn du da sagst, so, ja, heute vielleicht mal oral und dann Missionarstellung und vielleicht ein Stellungswechsel, dann sagt die, what the fucking kidding me, what the fuck, I did it for breakfast. Ja, also die wird richtig ausrasten. Ja. Es gibt auch Fotos von ihr, wo sie... Oh, das macht mich ein bisschen heiß. Verstehe ich. Ja. So heißt es offensichtlich noch nicht. Miley. Es gibt Fotos von ihr, wo sie auf dem Parkplatz neben dem Auto sitzt und kackt. Sie pinkelt. Wirklich, sie sitzt breit. Leute, googelt es oder auch nicht. Sie sitzt breitbeinig da, zieht ihre Vagina auseinander. Ach, sie zieht ihre Vagina auseinander? Und pullert. Ach, so pinkeln Frauen? Und deswegen, das wusste ich mal gerade. Und deswegen sage ich dir, jetzt sind wir, und so kommen wir bei unserem dritten Kandidaten zusammen.
Miley Cyrus hat eine eigene Kategorie, ist irre. Die will angepinkelt werden. Sorry, ja. Leute, sorry, das ist doch nicht unsere Meinung. Ist aber ganz schön ein bisschen Bad Language hier, ein bisschen. Deswegen, Dirty Mouth. Wirklich. Bist du mit dem und deine Mutter? Ja, und nachher dich. Die will, sorry, die will angepinkelt werden, die pullert an. Mhm. Ass to Mouth ist Vorspiel. Das hat sie echt angetan, muss ich sagen. Das habe ich heute gelesen, dieses Wort, diesen Begriff. Rimjob? Rimjob. Aber ohne Feuerdusche. Aber jetzt Frage, Gangbang? Standard, Alter, die zieht sich alles durch. Das ist ihr egal. Aber möchtest du noch was zu Miley sagen? Also, weil wirklich, sag doch mal wirklich die krasseste Sexualpraktik. Also, ich meine, Leute, ihr kennt unsere Videos. Wenn ihr die nicht kennt, müsst ihr nachholen. Wir haben über Männer gesprochen, die gerne einen Ameisenhaufen befriedigen würden, dann mit ihrem Ejakulat die Ameisenkönigin ertränken würden. Wir haben über Smegma gesprochen. Ist ein Evergreen. Wir haben über alles gesprochen. Jetzt, du kannst die Leute hier nicht schockieren. Was ist das Krasseste, was Miley Cyrus macht? Oh, das Krasseste, was Miley Cyrus macht. Ich glaube, die schläft in so einer Frischhaltefolie einfach, so wo nur so der Mund mit so einem Schnorchel raus ist und dann lässt sie sich so komplett einfrieren so und dann findet sie es geil, wenn die Leute sie so durch den Ballon anfassen nachts. Aber wir haben was vergessen und deswegen fangen wir jetzt damit an und sagen... Fangen wir nochmal von vorne an? Wir fangen jetzt mal von vorne an. Herzlich willkommen zu Lass mal reden. Schön, dass ihr dabei seid. Heute nehmen wir die Stars ran. Richtig krass. Deswegen lass mal über Ficken mit den Stars reden. Okay, Jennifer Lawrence, würdest du nicht? Jennifer Lawrence würde. Auch, ich würde dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Okay. Damit sie... Okay. Und du? Würde. Selena Gomez im jetzigen Stadion? Jetzt gerade die blonde... Würde. Echt, ja? Na klar, würde. Die jetzige... Würde aber nicht mehr heiraten. Ah, nicht mehr heiraten? Ja, nee, das ist zu versaut jetzt. Achso, ja, ich bei mir ist beides immer nur in Verbindung möglich. Ach komm, würdest du auch. Die jetzige nicht, aber die vor 10 Jahren auf jeden Fall. Als sie 11 war. Die vor 10 Jahren du auf hast, jeden Fall. Ist gut, ja, ist klar. Und dann natürlich Miley Cyrus. Würde. Würde nicht. Nee, ich glaube, Gesundheit ist mir doch sehr wichtig. Ich glaube, wenn du Miley Cyrus Doggy nimmst, dann könntest du auch denken, dass du es mit Justin Bieber machst, von der Frisur her. Das stimmt. Ach, okay, ich habe den Moment verpasst, wo wir nicht mehr in die Kamera gucken. Ach so. So, jetzt kommen wir zu einer weiblichen Person, die quasi auf der anderen Seite steht. Also wir haben jetzt über Frauen geredet. Komplette Gegenteil. Wir haben jetzt über Frauen geredet, die im Bett... Also da waren wir uns ein bisschen uneinig, aber die im Bett schon krass sind, die auch sehr, sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr, sehr berühmt sind. Aber zu Recht auch. Zu Recht, aufgrund ihres Talents. Ihres Talents, ihrer Persönlichkeit. Genau, also es ist Selena Gomez ist jetzt nicht unbedingt die größte Sängerin, aber viele Filme gedreht. Ja. Miley Cyrus ist eine super Sängerin. Jennifer Lawrence ist eine gute Schauspielerin. Und jetzt kommen wir zu hat einen Oscar gewonnen. Jetzt kommen wir zu einer, die nichts von dem allen hat. Genau, und wir reden jetzt über Lena Meyer-Landrut. Ja, was ist deine Meinung zu Lena? Ah, Lena ist einfach ein sympathisch auf dem Boden gebliebenes Mädchen, ja? Ja. Und ich finde, man hat auch ihren Und Wert dankbar, dass sie ihren Erfolg hat. Oh, ich liebe diese Dankbarkeit. Ja. Und ich finde es auch, bin sehr glücklich, dass sie jetzt bei L'Oreal läuft. Aber heute geht es ja um, wie ist sie im Bett? Auch von Lena gab es ja im Internet Videos, die sie an ihren Freund Maxi geschickt hat. Ja, stimmt, ja. Hast du die gesehen? Die habe ich alle gesehen und ich habe die sehr geliebt, die Videos. Ja? Ich habe sie geliebt wie 500 Pinguinbabys. Ja, also für alle, die diese Videos kennen, die verstehen, warum wir gerade lachen. Also Lena, ja, also, aber auf ihrem Instagram-Account gibt sie sich schon sehr sexuell, sexy, lasziv, so ich glaube, vamp-mäßig. Du bist schon ein bisschen masochistisch veranlagt, dass du die auch wirklich so krass stalkst. Ich like alles. Like, Lena, like. Das ist eine gute Sache. Oh, glaube ich. Was meinst du? Ich glaube, richtig übertrieben kacke. Schlimmer als Jennifer Lawrence in deinen Augen? Ja, Jennifer Lawrence dann wenigstens noch, dann sagst du ja so, ey, die muss jetzt hier durch, sie ist Superstar, Alter, ich kann mich ja nicht die Blöße geben. So, ich muss ihre Welt erschüttern, aber bei Lena, Alter, da hast du ja gar nichts von. Da hast du ja überhaupt nichts von. Da ist dann, dass du sagst, ach du Kacke, schlägst die Hände über den Kopf zusammen und rennst raus. Also ich schwitze. Kannst du meine,
Vorstellung teilen oder hast du einen ganz anderen Blick durch die... Also ich schwitze schon wieder vom Lachen, ja, und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist perfekt, was du gesagt hast und ich unterschreibe das so und ich habe eine kleine Überraschung für dich. Herzlich willkommen, Lena! Ah, das hat doch wieder sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann liked doch das Video und abonniert unseren Kanal. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und checkt mal Patreon aus, weil da reden wir noch über zwei andere Granaten bzw. Flachpfeifen. wir sehen uns, wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank. In dem Sinne, ich versuche jetzt Andi ins Bett zu kriegen. Vielleicht ist er heiß genug, um das endlich mal durchzuziehen. Wir haben euch alle ganz doll lieb und wir sind uns sicher, dass ihr im Bett der Hammer seid. Und aus diesem Grund sagen wir in einer freundlichen Art und Weise gemeinsam Shine On. Ja, selten so gelacht in unseren Folgen. Sonst ist ja immer alles gefaked und so, aber diesmal war meine Lache echt. Echt, ja? Ja, echt, krass. Wie bist denn du im Bett? Im Bombe. Ja? Ich glaube, ja. Das Schlimme ist, du glaubst das wirklich. Ich habe auch noch nie was anderes gehört. Ja gut, aber was soll deine Schwester auch sagen? Und du? Ähnlich? Nee, ich muss mich ja jetzt realistisch einschätzen. Ich würde sagen... Von 1 bis 10. Von 1 bis 10 würde ich sagen, bin ich eine, mit der richtigen Frau eine 10, ja. Mit der falschen Frau nur eine 9. Sollen wir Tschüss sagen? Zueinander? Ja, zu wem sonst? Liebst du mich? Sehr. Sag mal. Wirklich. Sag mal, ich wollte dich. Ich wollte gestern im WhatsApp schreiben, ich liebe dich, aber dachte ich mir vielleicht, das ist zu früh. Vielleicht ist ihm das zu krass. Darf ich das jetzt? Kannst du mir jetzt per WhatsApp schreiben? Ich geh's zu meinem Handy. Tschüss. Warte mal. Wo willst du die hingesteckt haben? Das war die Frage. Du hast ja doch am Sack gekratzt.